Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Sheltered. Die Jen kommt gerade wieder zurück. Ja, es ist ein ewiges Auf und Ab hier bei uns. Aber zumindest momentan sieht es gar nicht schlecht aus. So, die Jen. Was kann denn die Jen mal machen? Guckt die ganze Zeit nach Sachen, die man reparieren muss, reparieren kann. Aufrüsten können wir das hier nicht, ne? Mann, das wäre so super. Wir brauchen unbedingt Drähte, aber wie... Beziehungsweise eigentlich das Erste, was wir bräuchten, wäre eine Brennkammer. Obwohl ich schon sehe, dass sobald wir eine Brennkammer haben, dass ich Sachen verbrenne, die wir noch brauchen. Das sehe ich auf jeden Fall auf uns zukommen. Wir brauchen Kunststoff. Ich weiß zwar nicht mehr für was. Achso, für so ein mittleres Regenfass. Okay, ja, gut. Ja, ja, doch. Ich verstehe halt nicht. Warum wir jetzt zum Beispiel hier könnte ein paar nützliche Teile recycelt werden. Wie können wir denn Sachen recyceln? Haben wir einen Recycler? Habe ich einen Recycler übersehen? Boah, das ist ein richtig krasses Regal. Schrotflintenfalle. Das ist ja krass. Solarmodul. Alter Leute, was man hier alles herstellen kann. Ich glaube, so weit wird es wahrscheinlich nie kommen bei uns. Wir krepieren ja schon auf dem Weg dahin. So, Jen, wie sieht's denn aus? Trink doch mal was. Trink mal lieber jetzt. Genauso wie du. Trink mal lieber jetzt, wo es noch regnet. So, Metall brauchten wir. Baumstamm nicht. Seil, ich weiß nicht mehr für was. Oh, Drähte. Richtig geil. Scharniere brauchen wir auch. Mann, wir haben doch genug Platz. Wir haben ja erstmal genug Platz. Und hier haben wir da oben nicht drin, aber wir haben noch ein bisschen Nahrung. 6 Rationen. What? Wo kommen denn die her? Aber Kraftstoff wird langsam... eng. Und Kraftstoff haben wir bis jetzt eigentlich nie gefunden. Nee, warte mal. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf Aufrüsten. Wollte mal gucken zumindest. Wolle. Brauchst du überall Drähte für. Aber vor allen Dingen halt hier die Effizienz. Oh Mann, ey, die Effizienz, das würde ich so gern machen. Ich meine, guck mal, hier unten 50% weniger. Und ich bin der Meinung, man kann 100%ig Sachen hier zerlegen. Ich meine, klar, wenn du hier drauf gehst, da steht unten zerlegen, aber damit meinst du nicht hier das zerlegen. Sondern damit meinen sie... Damit meinen sie, die Kiste zerlegen. Das wollen wir halt nicht. So, steht man da nicht so blöde rum? Mach mal irgendwas. Warte mal, wir gehen mal ans Brett. Eimertoilette wird gerade repariert. Kleiner Gefrierschrank ist okay, armseliger Ofen. Provisorische Dusche. Die können wir nochmal reparieren. Und der Max ist auch da. Der trinkt jetzt erstmal was. Ich lese das nicht mehr vor, ne, Leute? Irgendwann ist dann auch mal gut. Ich finde es schade, dass man hier... warte mal.
Oh Gott, was habe ich getan? Fremde. Kleiner Bauernhof. Hallo, keine Panik. Siehst du, ich bewege mich ganz langsam. Wir haben Vorräte. Brauchst du irgendwas? Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf! Und scheiß auf dich. Warum nimmst du nicht auch noch meine Seele? Was? Benzinkanister ist super, können wir gebrauchen. Motor, Kunststoff brauchen wir alles. Dafür kriegt er Sand. Und Kalk. Und einen Baumstamm. Scheiße. Und einen Nagel. Hä? Ich hab dir gerade einen großen Gefallen getan. Vergiss das nicht, okay? Ich sag's euch, John ist hier der Charisma-Boy. Naja, kleiner Bauernhof. Ach stimmt, das haben wir ja auch noch. Farbdose, cool. Glühbirne nehmen wir mit, Essen nehmen wir natürlich auch mit, Wolle nehmen wir mit, den Sand haben wir ja gerade weggegeben, dann brauchen wir den nicht. Gummi nehmen wir mit. Wasser brauchen wir nicht. Kaputtes Radio nehmen wir aber mit. Weiß ich nach wie vor nicht, wofür. So, das geht nicht. Das geht auch nicht. Und das geht sowieso nicht. Wo sind denn die jetzt? Bin jetzt am Überlegen, holen wir die zurück? Ne, wir lassen ja erstmal noch weiterlaufen. Vielleicht kriegen die ja noch Sachen, die wir deutlich wichtiger benötigen. Keine Ahnung, was ich mit diesem Satz jetzt sagen wollte. Ich finde es immer noch scheiße, dass wir das Vorratsregal nicht wegräumen können, komplett. Tag 21 übrigens. Hätte nicht gedacht, dass wir so lange aushalten. Der Max, bevor er gar nichts macht, kann hier ruhig mal ein bisschen sauber machen. Und dann würde ich sagen, spulen wir mal ein bisschen vor. Die Dusche ist repariert, das heißt, Caroline kann schon sich mal um was anderes kümmern. Wie zum Beispiel den Zustand der Betten verbessern. Mit einem Hammer diesmal, das ist ja der Hammer. So ein kleines Haus. Eine Schallplatte. Braucht man bis jetzt noch gar nicht. Ich weiß ganz genau, dass wir das voll bereuen werden, dass ich jetzt den Nagel nicht mitgenommen habe. Benzinkanister nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich guck gerade nur, ob man irgendwas stacken kann, was ich übersehe. Komm, lass mal Gummi hier, nehmen wir die Schallplatte mal mit. Regen an der Oberfläche, sehr gut. Heißt für unsere Leute, alle mal trinken gehen. So, da haben wir schon das nächste. Die Jen kann dann auch duschen mit Seife. Die Caroline, was haben wir denn noch? Aufrüsten. Nee. Ich frag mich, warum da Werkzeugeffizienz 0 steht. So, was haben wir denn hier Schönes? Im Grunde genommen nichts. Im Grunde genommen nichts. Na, ist ja toll. Nichts ist relativ wenig. Da haben wir einen Hasen gefangen. Ich weiß nicht, die Freude hält sich ein bisschen in Grenzen, wenn man so einen Hasen fängt.
Oder wartet man eher irgendwie. Ja, auf einen Hirsch, ne? Also ich will dann eher einen Hirsch in der Falle haben, als einen Hasen. So, an der Schule. Ich meine, auch so ein Hase bringt eigentlich relativ viel. Und da kriegen wir schon wieder ungebetenen Besuch. Nee, doch. Die hauen ab. So besser so. Will ja nicht wissen, was das für welche waren. So, dann zeig mal. Chament. Aber ich habe hier zurzeit nichts, was ich jetzt ablegen wollen würde. Na klar, wir können ein paar Sachen stacken. Es wäre so geil, wenn wir schon einen Rucksack hätten oder sowas. Wir laufen noch mal weiter. Guck mal, was es hier alles gibt. Antibiotika und so. Nee, warte mal. Ich dachte, er will die gerade sauber machen. Wollte er wohl aber nicht. Jetzt wird's langsam mit dem, mit dem Kraftstoff ein Riesenproblem. Ach, guck mal, die kommen gerade zurück. Na, ist ja geil. Wir nehmen alles. Aber wir haben immer noch nichts, um das aufzurüsten, ne? Drähte haben wir jetzt einmal. Einmal. Ist natürlich eher ein Scherz als alles andere. Ne, denkt dran, rot oder blau? Eure Entscheidung. Oh, der Hund hat Hunger. Dann geben wir ihn mal natürlich. Pau aufs Maul! Nein. Würde mich auch interessieren, wenn jetzt hier alle verhungern würden. Übrigens die Gesundheit von dem Hund übelst niedrig. Können wir den Hund zerlegen? Bin die ganze Zeit am überlegen, was wir da machen können. Nee, du sollst gar nicht da hinkommen. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben keine Maske. Haben wir denn genug Sachen, um eine Maske herzustellen? Nein. Ja, dann ist das die richtige Expedition für Caroline tatsächlich. Denn wie gesagt, die kennen wir ja noch nicht so lange. Ich bin erschöpft, ne? Dann geh doch schlafen, wollte ich jetzt beinahe sagen. Ich meine, wir sind alle erschöpft. Das kann keine Ausrede mehr sein. Ich meine, es ist anstrengend, ganz ehrlich. Der Kopf rattert die ganze Zeit Möglichkeiten durch. Ich glaube, das ist am sinnvollsten, wenn du diese Fallstricke nicht in der Mitte aufstellst, weil wir haben schon oft gesehen, wie ein Hase jetzt hier ankam und dann einfach wieder abgehauen ist. Und da kommt ein Hirsch. Na, lauf. 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 Bams. Sehr nice.
Hirsch ist natürlich immer eine geile Sache. Gibt schön viel Fleisch. Oh, aber unser Essenslager ist voll. Ich habe gesehen, dass wir sowas brauchen. Wir nehmen das mal mit. Nur bevor wir mit gar nichts zurückkommen. Ach man. Es wäre cool, wenn wir in so einen Workflow reinkommen würden. Ein wildes Tier. Waldgebiet. Ach du Scheiße, kämpfe um dein Leben. Gewalt ist manchmal die einzige Lösung. Einige Ödlandbewohner könnten dich angreifen. Oder aber du bist derjenige, der auf Gewalt zurückgreift. So oder so, deine Schutzraumbewohner könnten verletzt oder sogar getötet werden. Sieh also zu, dass der Kampf es auch wirklich wert ist. Im schlimmsten Fall verlierst du deine Expeditionsgruppe und damit auch einige oder sämtliche getragenen Gegenstände. Kill ihn! Entwaffnen! Na komm! Oh Gott! Ich meine, schön, aber die ist halb tot. Wie traumatisch. Einer deiner Schutzraumbewohner ist traumatisiert. Das geschieht bei zu viel Stress oder wenn sie Zeugen eines traumatischen Ereignisses werden, wie etwa dem Tod eines Schutzraumbewohners. Traumata können auch mit Arzneimitteln behandelt werden. Du kannst verfügbare Tabletten und Heilmittel beim Arzneischrank verwenden. Ich muss ganz dringend. Dann geh doch einfach. Hat die es nicht auf Autopilot? Okay. Ventil. Da kommt ein Hase. Lauf. 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 Zack. Sehr schön. Den holen wir uns aber erst, wenn wir hier kein Fleisch mehr haben. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum Jen so am Abkacken ist. Oder halt nicht am Abkacken. Da kommt irgendjemand. Nee, was war denn das? Irgendwas war doch hier gerade. Okay, das war strange. Ein sehr, sehr seltsames Geräusch gerade da draußen gewesen. Und wir hören nochmal die Frequenzen ab. Vielleicht bringt uns das was. Vielleicht hören wir noch irgendwo, dass hier irgendwo ein Versteck ist. Ein Elektrolager wäre halt richtig geil. Na, hier sind wir lang gegangen. Dann haben wir das hier noch entdeckt.
Jetzt sind wir auf dem Weg hier nach unten. Schon strange, wie die laufen. Ich hoffe, dass wir nicht mehr auf Stress stoßen. Das könnte ich jetzt ja nicht gebrauchen. Aber wir können auch hier tatsächlich gerade nicht viel machen. Wir können nur abwarten. Benzinkanister. Den wir auf jeden Fall mitnehmen werden. Denn wir brauchen Benzin, Leute. Wie es hier weitergeht. Ob Caroline gesund und munter zurückkommen wird. Oh Gott. Das seht ihr alles in der nächsten Folge von Sheltered. Bis dahin, macht's gut.